Ich habe mich entschlossen, Lona zurück nach England zu schicken. Es hat keinen Zweck, dass sie hier ist, während das Ding abläuft. Sie wird uns nur im Weg sein. Das einzige Problem könnte nur die Mafia sein. Und ich bin sicher, dass ich die leicht abhängen kann, falls sie auftauchen. Mafia-Manie. Jetzt müssen wir die loswerden. Plötzlich so eine reine Männergruppe. Keine Zeit zum Einkaufen, Lona. Du fliegst mit dem nächsten Flugzeug zurück. Oh, Charlie. Ich will nicht gehen. Kein Widerspruch, Lona. Steig ein. Tja, sie musste sich beweisen, musste alles Mögliche machen und jetzt darf sie nach Hause fliegen. Noch bevor irgendwas passiert. Tja, und wir müssen sie abliefern. Ich muss zu dieser Mission ehrlich sagen, ich habe früher stundenlang. Es ist einfach wundervoll da drin. Sieh mal, was ich alles gekauft habe. Guck dir mal all die Sachen an. Sieh mich mal an. Ich bin die Shopping Queen. Es geht eben darum, ich habe in dieser Mission, glaube ich, noch länger verbracht als mit der vorletzten oder einer der letzten Missionen, wo ich wirklich lange dran gesessen habe. Allerdings habe ich die verstanden. Und diese habe ich absolut nicht verstanden, wie es möglich sein soll, das zu schaffen. Ich habe wirklich stundenlang 10, 20 Versuche gebraucht, um herauszufinden, wie man die angekündigte Mafia abhängen kann. Hier ganz einfach zum Flughafen kommen, kein Problem, keine Herausforderung. Und ich habe wirklich stundenlang nachgedacht, weil es kommt so verdammt viel Mafia, wenn man es falsch macht. Deswegen erstmal eine gute Startposition. Hier die ersten zwei Mafia waren. Alles kein Problem. Das ist die Mafia. Tja, es gibt hier einen richtigen und einen falschen Weg, den ich nicht machen. Der falsche Weg heißt, sich mit hunderten, tausenden Mafia-Wagen rumzuprügeln und zu hoffen, dass man überlebt und dass man, also dass man nicht verhaftet wird, nicht zu Bruch geht und die Zeit bis zur Zeit ein Ziel ist. Oder man nimmt den Weg, der zu offensichtlich ist, als dass man ihn verstehen würde. Ich bin auch durch einen Kumpel erst darauf gekommen, damals, der sich das Spiel dann noch ausgeliehen hat und es dann geschafft hat, diese Mission. Ich wäre nie darauf gekommen und es ist wirklich simpel wie genial. Raus hier! Ja. Die zwei Mafia-Wagen werden uns bestimmen bleiben. Mir wäre nie aufgefallen, dass da hinten ein Dreckhaufen liegt, der einfach mal Leben rettet. Jo. Und damit ist die Mission eigentlich schon gelaufen. Da hinten sind die Mafia-Wagen, die können uns nicht mehr einholen. Wir kommen hier nimmer lang. Und ja, ich wusste nicht, dass dieser Weg existiert. Wie gesagt, mein Kumpel hat mich irgendwann darauf gebracht. Der ist dann bei anderen Missionen gescheitert, aber dieser Weg, den muss man eigentlich nur unbeschadet überstehen. Das war's dann. Weil, das ist irgendwie so ziemlich billig, dass es diesen Weg gibt. Aber ein Fail-Jump, den man am Baum enden kann. Und ja, Crash 3. Wie gesagt, man darf bloß nicht kaputt gehen bei der Mission. Sonst hat man freies Spiel. Denn wo endet dieser unbedeutende Weg, auf den man nie gekommen wäre? Tja. Und ich wäre wirklich. Ich hätte jahrelang versucht, weil ich hätte diesen Weg nicht entdeckt. Tja, und das war's. So einfach könnte es eine Mission sein. Kein Risiko. Kein Zeitdruck. Keine Herausforderung. Oder man versucht einfach einen Weg, der, glaube ich, zeitlich. Also das hier ist kompliziert. Wir müssen die Verkehrsfilmaufzeichnungen im Kontrollcenter austauschen. Die neuen Filme werden, während wir das Ding drehen, Chaos verursachen. Das ist der einzige Weg, wie wir mit dem Geld entkommen können. Nachdem Bill und ich das Kraftwerk stillgelegt haben, muss Camp Freddy und sein Team die Filme austauschen. Verkehrsfilm-Trouble. Ja, wir kommen zur nächsten Mission, dem ersten Part für den. Also Freddy, wir fahren zum Kraftwerk. Wir kommen dich abholen. Unsere in Leute Ordnung, abgeladen. Wir suchen uns ein paar Fahrräder. Ja, erste Aufgabe. Wie räumt man einen Staatskonvoi mit vollen Goldbarren aus? Als erstes, man nehme eine Nacht.
ein paar Spezialisten, ein Verkehrssicherheitssystem, ein paar Fahrräder und ein Wagen. Das ist einfach ein sehr guter Plan und man natürlich benötigt man noch dafür ein Kraftwerk. Das sind so die typischen Komponenten für einen Überfall. Wir haben hier schon gesagt, na, wir haben noch sicher genug Zeit für die gesamte Mission, nicht für einen Abschnitt oder so. Und wir besorgen uns jetzt erstmal ein paar Fahrräder. Betonung liegt auf ein paar Fahrräder, denn es ist weder ein paar klein geschrieben noch ein paar groß geschrieben. Es ist ein paar ohne paar. Man könnte dazu auch sagen, ein einzelnes Fahrrad, aber wir sind eben ein paar Fahrräder. Wir haben es gleich geschafft. Gleich kriegen wir unsere paar Fahrräder. Paar in Anführungszeichen hier öffnen. Also ich möchte es auch einfach mal so dazu gesagt haben. So, unser einziges Fahrrad, was jemals in diesem vorkommen wird, ist jetzt sind unsere paar Fahrräder, die wir brauchen, um zum Kraftwerk zu fahren. Das ist ja noch keine Komplikation, ist auch nicht üblich. So früh schon die Polizei hat es noch nicht nötig, so früh ein Verbrechen zu unterbinden. Deswegen können wir uns auch noch ein bisschen Zeit lassen. Die Zeit reicht hier nicht dicke, aber ziemlich ausreichend. Wir fahren hier gleich in die Ecke und zwar immer noch nicht vergleich. Noch nicht, aber so ziemlich genau wie jetzt. Naja. Normalerweise würde ich sagen, man fährt hier rückwärts rein, funktioniert nicht. Man dreht sich immer automatisch so, weil es den größten Nachteil hat. Und nun eine ganz simple Rechnung für die Mathematiker unter uns. Man nehme ein Fahrrad, montiert das mit einem Kraftwerk und was erhält man? Also man nimmt einen starken, muskulösen Mann, ein Fahrrad und ein Kraftwerk. Und zusammen ergibt das, wir werden es gleich sehen, wir werden es gleich sehen. Nochmal zur Erinnerung, einen starken, muskulösen Mann, ein Fahrrad und ein Kraftwerk. Da vergeht ein Stromausfall. Also wenn der Lehrer nächstes Mal nachfragt, kann man das ganz einfach so beantworten. Ein Fahrrad, ein muskulöser Mann und ein Kraftwerk zusammen ergeben ein Stromausfall. So, und jetzt wird's lustig. Schnell raus hier. Ich sag jetzt schnell raus hier. Das ist so ein kritischer Punkt, zwei Wagen. Wir haben hier keine Tricks, um die abzuhängen. Hilft nur wegfahren. Und hoffen, dass sie eigentlich einholen. Die Polizei reibt übrigens alles, was hinter mir so fährt, weg, damit die ja nicht ankommen. Und gleichzeitig muss ich natürlich pünktlich zu der Verabredung mit unseren Leuten da ankommen. Und da kommt eine lachende Polente. Die ist auch kein Problem, also kein größeres neues Problem. Hat man erstmal einen gewissen Abstand, geht das Ganze noch. Man fährt ein Glück 90 Meilen pro Stunde, das reicht im Grunde genommen für die Polizei gerade so. Also warum man Leute überfahren kann und warum die dann zur Seite hüpfen und dann immer einen kurzen Spruch ablassen. Keine Ahnung, was die Spielemacher dabei gedacht haben. So, wir haben es gleich geschafft, wenn hier nicht nochmal eine Polizei um die Ecke kommt. Am besten wäre es natürlich, wenn die jetzt aufhören würde, die Ampel. Die Uhr, aber tut sie nicht. Tut sie uns nicht gefallen.
Amt endlich aufhören würde zu blinken, könnten wir endlich. Dauert viel zu lange. Viel zu lange. Okay. Wenn ich ruhig gefahren wäre, nämlich, dann wäre die Polizei ja wieder näher rangekommen, dann hätte es sein können, dass sie. Ja, dass die wieder direkt an mich dran sind. Nein. Mussten wir einen längeren Umweg fahren. Die Zeit müsste reichen. Ganz grob, wir haben ja die paar Fahrräder relativ schnell gefunden. Wir haben unsere Mathematikaufgabe gelöst. Und jetzt heißt es, noch so viele Leute abholen. Da brauchst du natürlich. In Ordnung, Jungs, zurück zur Villa. Man kann sich natürlich noch fragen, wie genau die Leute es jetzt hinbekommen haben, zu viert in das gesamte Verkehrszentrum da einzubringen und die Filme auszutauschen. Das ist ein anderes Story. Weiß ich auch nicht. Unser Job ist wirklich die stupiden Fahrer, die immer nur von A nach B chauffieren. Wir würden uns wahrscheinlich sogar nicht erwischen, wenn wir unter 30 Meilen pro Stunde fahren würden, aber naja. Ich habe jetzt keine Lust, für jede Polente abzubremsen. Und gerade die ersten beiden, die waren ja sowieso auf einen Schaf, die hätten einen in jeder Geschwindigkeit genommen. Aber normalerweise reicht es, um Polizei abzuwehren, unter 30 Meilen pro Stunde zu fahren. Was natürlich heißt, einfach Schleichtempo. Aber wir sind gleich los, da ist ein Polizeistreifen, es steht keine Polizei, also. Haben wir es gleich geschafft. Wunderbar, eingefädelt und Fotofinish. Morgen ist bei uns ein großer Tag. Ja, da hat man gehört, noch einen Tag bis zu der großen Grand Final. Allerdings stehen da noch einige Aufgaben vor.